Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute habe ich in meiner Sendung eine Powerfrau. Ja, heute wollen wir mal mit Sabine Gistel reden über das Thema Die Zukunft ist weiblich. Was fällt Ihnen dann da dazu ein? Naja, erstmal natürlich der Artikel Die Zukunft ist weiblich. So geht es ja schon mal los. Ich weiß gar nicht, ob nur die Zukunft weiblich ist, weil die Vergangenheit war ja auch schon weiblich. Die Mayas waren ja auch schon sehr weiblich. Und ich glaube, auch die Gegenwart ist eigentlich weiblich. Mhm. Da, wo es schön ist, ist es weiblich. Und es hat nicht so viel mit Mann und Frau zu tun. Mhm. Wir wollen ja ein bisschen mal über Ihr spannendes Leben sprechen. Sie kommen ja aus einer tollen Familie. Das Thema Kunst ist immer so, geht so durch Ihr Leben durch. Ja? Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Familie. Meine Familie. Meine Familie besteht eigentlich aus Musikern und Ärzten und Künstlern im weitesten Sinne. Mhm. Unser Großvater oder mein Großvater war Forstdirektor in Mittenwald und so war für mich ganz klar, dass man mit 5 Jahren im Keller mit dem Luftgewehr schießt, bevor das Essen fertig ist. Okay. Das ist auch eine Kunst wahrscheinlich. Ansonsten waren wir alle auf dem Musischen Gymnasium in München, auf dem Pestalozzi-Gymnasium und da war ja Musik und Kunst Hauptfach. Ich glaube, sonst hätte ich kein Abitur geschafft. Und danach habe ich das studiert. Genau, und Sie haben ja dann auch, Sie haben dann gesungen oder singen wahrscheinlich nach wie vor noch. Wie sind Sie da reingekommen? Eben auch über diese Schule, beziehungsweise mein Vater, also mein Großvater war Geigenlehrer auch und meine Mutter ist sehr musikalisch, mein Vater auch. Also alle spielen bei uns in der Familie ein Instrument. Früher haben wir viel zusammen musiziert, jetzt nicht mehr so, weil jeder so beschäftigt ist heutzutage. Aber der Chor war in der Schule schon auch immer ein wichtiger Bestandteil und war natürlich auch sehr prägend. Und wie waren Sie so als Schülerin, so ein bisschen frech? Schrecklich. Beschreiben Sie mal schrecklich, was war da? Ich bin einer der ersten ADHS-Kinder wahrscheinlich gewesen und es gab Gott sei Dank dieses Phänomen ja noch nicht. Deswegen waren wir halt einfach die Zappelkinder und die als erstes versucht haben, wieder aus dem Schulzimmer rauszukommen, wenn es irgendwie ging und dann ewig auf dem Klo gesessen sind oder die Schule war ja an der Isar, das heißt, wir sind dann durchs Fenster raus und an der Isar gesessen und haben uns da unseren Ärger abgeholt. Ja, aber es ging dann doch. Also die Lehrer waren verhandelbar und insofern hatte ich Glück. Haben Sie Glück gehabt. Dann sind Sie ja auch so in der bisschen der Theaterkunst angekommen. Sie haben dann eben die Ausbildung gemacht als Maskenbildnerin. Ja. Wie kamen Sie da rein in das Thema? Da kamen wir dazu, weil also Pflichtinstrument war Klavier im Pestalozzi-Gymnasium. Danach habe ich Kontrabass mit dazu belegt. Also der Große, ja. Ja, und ich war schon immer sehr klein. Das hat mir dann letztendlich da auch das Genick gebrochen, weil ich einfach zu viel getan habe und mir die Handgelenke kaputt gemacht habe. Ich habe dann auch mal einen kleinen Abstecher im Deutschen Ärzteorchester gemacht. Das war dann immer sehr schön, wenn ich mit meinem Kontrabass über den Königsplatz getappert bin. Aber da habe ich es eben übertrieben, habe mir die Handgelenke zerstört, hatte dann dieses Karpaltunnelsyndrom und wir haben alles versucht über Eingipsen und Elektro und alles, aber ging dann nicht mehr und dann war die Musikkarriere natürlich zu Ende. Aber Piano waren Sie immer noch ein bisschen? Ja, aber nur noch hobbymäßig. Hobbymäßig, ah ja. Nur noch, um die Nachbarn zu ärgern. Und dann eben, wie gesagt, sind Sie in die Theaterwelt reingekommen. Richtig. Erzählen Sie da mal ein bisschen was, das war ja... Genau, nachdem also die Musik immer unser Leben begleitet hat, also als Kinder und ich den Herkulessaal erst als Erwachsener von der anderen Seite kennengelernt habe, weil natürlich der Kinderchor des Pestalozzi-Gymnasiums immer die Carmina Burana gesungen hat, ich also 20 Mal, 30 Mal im Herkulessaal vor der Bühne saß und dieses Bühnenleben so gerne mochte immer. Auch wir waren bei der Einweihung im Gasteig dabei, wir haben mit Karajan gearbeitet. Also das war, wenn man das mal gewöhnt ist und so aufwächst, dann fühlt man sich da einfach wohl. Und nachdem die Musikseite vorbei war, habe ich mir gedacht, naja, ich will die Bühne nicht missen und Schauspieler ist nicht mein Ding, dann mache ich eben irgendwas anderes in der Richtung. Also Bühnenbildner, Maskenbildner und habe da die Ausbildung nach der Schule gemacht. Was muss man da alles machen? Damals, also das ist ja jetzt schon lange, lange her, musste man richtig eine Friseurlehre machen. Die habe ich am Marienplatz gemacht. Das war auch sehr spannend. Da war ich aber dann in Mathe sehr gut in der Berufsschule. Also da war ich sogar besser als meine Lehrerin. Ich konnte 2 und 5 zusammenzählen, sie nicht. Und dann habe ich an den Kammerspielen Praktikum gemacht, bin mit Klaus Havenstein viel rumgetingelt und habe dann für die HFF... Von der Lach- und Schießgesellschaft, oder? Genau, das ist ein ganz wundervoller Mensch gewesen. Ja. Der ist leider ja auch viel zu früh verstorben. Und auch ein super Hobby-Fußballer gewesen. Ja, super, der ist überhaupt... Wie hieß der? FC Schmieri oder so? Er hat die Übersetzungsstimme von dem Affen im Dschungelbuch gemacht. Mhm. Das fand ich auch mal ganz toll. Ja, genau. Und das habe ich dann gemacht und habe dann aber gemerkt, dass das Leben auf der Bühne oder im Theater natürlich schön ist, aber man lebt das Leben parallel zur normalen Gesellschaft, weil man ja immer dann aus dem Haus geht, wenn alle anderen heimkommen. Und dann mittwochs mittags frei hat und da hat der normale Mensch einfach nicht frei. Und da habe ich mir gedacht, so mit Familie und Kindern
Und zu der Zeit habe ich Baby gesittet bei dem Herrn vom Deutschen Taschenbuchverlag, und dessen Sohn habe ich gefragt, was muss man denn studieren, wenn man Kinderbücher illustrieren will, weil das hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Und der hat gemeint, studiere Kommunikationsdesign. Und so bin ich dann da reingerutscht. In Augsburg, glaube ich, an der FH, genau. Oder? Was ja, war? Genau. Mhm. Dieses Thema Kommunikation, da wollen wir ja heute mal ein bisschen drüber reden. Was ist denn eine gute Kommunikation? Was muss da stattfinden? In einer guten Kommunikation muss, glaube ich, als erstes stattfinden, dass man anwesend ist, also präsent ist und den anderen wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, das oft, oder auch bei mir oft ein Problem, merke ich selber, wenn ich so abgelenkt bin, weil da klingelt das Telefon und da ist irgendwie sonst irgendwas und ich versuche mit meinem Gegenüber zu kommunizieren, dann merke ich, dass ich ständig rausfall. Und so geht es, glaube ich, heutzutage vielen, weil wir ja den ganzen Tag permanent abgelenkt und gestört werden. Wie wichtig ist denn, Frau Gistel, gute Laune in der Kommunikation? Sehr. Ja. Gute Laune ist überhaupt sehr wichtig. Ja. Also das merke ich auch in meinem Umgang mit meinen Kunden. Ich rede, also wir arbeiten natürlich mit einer hohen Ernsthaftigkeit an den Projekten. Ich rede aber sehr viel Unsinn. Und alleine, wenn ich mit meinem Kunden telefoniere und ich merke, er ist ganz ernst und ich sage irgendwas total Blödes, und der lacht, dann ist schon, dann können wir auch wieder ganz anders über das Projekt sprechen. Also das finde ich wahnsinnig wichtig. Ja, und lachen muss man auch selber machen, gell? Das kann man nicht bestellen. Nein. Da ist wirklich, Lachen ist ja die kürzeste Kommunikation zwischen Menschen. Ja, auch ja. Zwischen sich selber übrigens. Man kann aber Kommunikation ist ja nicht nur Wahrnehmung, es ist natürlich auch Körpersprache, das ist natürlich auch Zuhören. Also man kann ja beim Zuhören also viel, viel raushören und dann erst sprechen. Und wichtig ist natürlich auch, dass man eben merkt, man fühlt den anderen, man spürt es. Wir leben in einer Zeit, wo die digitale Welt im Grunde menschliches Kommunizieren so richtig lähmt. Ja, also, sehr reduziert. Ja. Oder reduziert, ja. Also man ruft nicht an, man schreibt eine E-Mail, ja. Man spricht nicht, sondern ja, oder WhatsApp oder SMS oder so, ja, anstelle, dass man anruft. Ja. Wie glauben Sie, wird sich das mal auf diese Trennung von Menschen, also ich merke das ja immer mehr auch in unserer Arbeit, dass eben man geht in ein Unternehmen rein und denkt, da ist überhaupt nichts mehr los, das ist ja alles nur so Sache, ja, also da ist alles kalt, die Firma ist so richtig kalt, ja. Und Menschen können ja Wärme erzeugen, ja. Wie glauben Sie, wirkt sich das mal aus auf uns? Ich glaube, das Menschen? Wirkt sich bereits ganz ist schon krass da, gell? Aus. Ja, also wenn ich mich so erinnere, gerade natürlich in der Theaterszene oder in der Filmszene, alle duzen sich, man berührt sich in der Früh, man umarmt sich und dann arbeitet man gemeinsam und man ist sich natürlich körperlich auch sehr auf engem Raum sehr nahe. Und als ich dann nach dem Studium angefangen habe, bei Kirch zu arbeiten und in so eine Bürowelt, die Sie gerade beschreiben, reingegangen bin, habe ich mich wahnsinnig schwer getan, weil es eben diese Kälte, also jeder ist in seinem Büro und jeder ist in seinem Blackberry, das war ja damals noch das Ding, und man sagt vielleicht guten Tag, aber es ist alles sehr distanziert. Und da hat mir ich bin so ein sehr berührend Mensch, also ich mag auch gern alle Menschen anfassen und alle Menschen umarmen und küssen, es sei denn, ich mag sie gar nicht, aber das hat mir sehr gefehlt. Und das wird schlimmer. Ja, jetzt gehen wir doch mal die Stationen durch. Sie sind dann irgendwann in den Medien gelandet. Da haben Sie ja auch irgendwo, kann man schon sagen, Karriere gemacht. Ja, also das, auch da hatte ich immer das, oder hatte ich damals das Glück, dass ich da so reingerutscht bin nach dem Studium relativ schnell. Damals gab es ja noch die Kirch Media, das war ja noch vor der Jahrtausendwende. Und da bin ich, dadurch, dass ich in England vorher auch gelebt habe und auch mal in Italien und in Deutschland, wurde ich relativ schnell in internationale Projekte mit einbezogen. Und ich dachte, das ist so, ist natürlich gar nicht so. Das war natürlich unglaublich. Also das Budget hat keine Rolle gespielt und wir fliegen mal alle schnell nach Cannes. Und diese ganzen Geschichten waren wahnsinnig toll. Leo Kirch, ein sehr beeindruckender. Ein Visionär, also ja, unglaublich. Und auch ein sehr menschlicher Mensch. Ja. Also den natürlich als Mitte-20-jähriger Mensch an so neuralgischen Stellen kennenzulernen, war Haben schon Sie sehr spannend. Mehrere Begegnungen mit ihm gehabt? Ja, ja. Wie wirkte das auf Sie? Toll, also es ist wirklich ein ganz liebenswerter, herzensguter Mensch gewesen. Der hatte auch eine schwer kranke Mitarbeiterin. Und dem wäre nie eingefallen, jemanden fallen zu lassen oder zu kündigen, sondern selbstverständlich wird alles übernommen und selbstverständlich kümmert er sich auch um seine Mitarbeiter und seine Leute. Und er hat ja bis zum Schluss gekämpft und hat ja dann leider nach seinem Tod, aber er wurde ja bestätigt, ja, dass da was war. Ich hatte das gehört jetzt noch irgendwo. Ja, ja, ja. Ja, das war nicht schön. Also das war schon eine gemeine Nummer. Es war ja böse Sache. Ja.
Sie haben auch dann mal eine Zeit gearbeitet für Thomas Haffer, für die Haffer Brothers. Sie haben wahrscheinlich den, oder ja. Sie waren connected. Ja, wir waren ja Kollegen damals zu der Zeit, genau. Die sind dann rausgegangen mit der MTV. Okay. Und wir haben das beobachtet und... War ja unglaublich, dieser Hype nach oben und dann eben dieser Fall nach unten. Fall nach unten, wo man so groß war und man konnte es dann zum Schluss nicht mehr managen. Das ist ja oft so bei so Merges und so, oder machen wir jetzt mal ein Joint Venture oder so und dann noch kaufen wir was dazu. Gibt es ja auch hier in München so einige Medienunternehmen, die immer nur zukaufen und dann irgendwann merkt man, die Kultur stimmt nicht. Ja? Ja. Ich habe mal vor kurzem mit einem Medienmanager, ich will jetzt keinen Namen sagen, gesprochen und wollte einfach mal so vorstellen, wie wichtig Motivation ist und so. Und dann sagt er, wissen Sie was, Herr Lüschern, hören Sie auf. Ja. Wenn bei mir einer nicht motiviert ist, schmeiße ich den raus. Jetzt muss ich das mal ausdenken. Ich war aber vorher, musste ich einige Zeit warten, also da hätte er schon ein paar rausschmeißen müssen. diese Härte ist manchmal auch, ja, das macht auch diese digitale Gesellschaft, das ist einfach so hart oder man macht so. Früher hat man eine Betriebsversammlung gemacht, hat gesagt, so, jetzt sprechen wir mal drüber. Dann gibt es so ein Rund-E-Mail, ja, und da kommt dann alles rein, wo man im Grunde persönlich vielleicht auch zu feige ist, das auszudiskutieren. Ja, schade. Ja. Naja, aber das zieht sich ja auch ins Private rein. Also wir haben uns ja früher auch kennengelernt auf der menschlichen Ebene und haben uns nicht weggewischt irgendwie über irgendwelche Wischportale. Ja. Das ist schon ein bisschen komisch geworden, finde ich. Aber auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass der Gegenzug, der passiert enorm. Also ich glaube, und das ist ja auch das, was man sich auch anschauen muss, die Leute haben ja ein Bedürfnis nach Wärme, nach Nähe, nach Zwischenmenschlichen, nach Kontakt, nach Austausch. Ich glaube, es gibt einen ganz ordentlichen Gegenzug wieder. Ja, ja, aber das kommt jetzt auch wieder. Ja. Also ich merke das also bei vielen Menschen, die sagen, ich habe mein iPhone heute zu Hause gelassen und nimm lieber irgendwie was anderes mit. Ja, also, ja oder so, ja. Mhm. Genau. Sie selbst... was sind Sie denn für ein Mensch? Meine Großmutter hat gesagt, wir waren 4 Kinder zu Hause, und die hat gesagt, sie passt gerne auf die anderen 3 gleichzeitig auf, wenn sie mich nicht nehmen muss. Weil ich der einzige Mensch bin, der oben und unten gleichzeitig Schränke ausräumen kann. Okay. Da war ich aber ganz klein. Okay. Aber noch ein bisschen mehr über Sie? Noch ein bisschen mehr über mich. Was bin ich für ein Mensch? Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ein sehr... empathischer Mensch. Ich bekomme sehr viel von meinen Mitmenschen mit, bin gerne im Gewusel und dann brauche ich wieder ganz viel Ruhe. Also ich glaube, ich bin ein sehr intensiver Mensch. Dann geht es an den Walchensee. Ja, genau. Dort haben Sie ja, glaube ich, Ihr Elternhaus umgebaut. Richtig. Und haben da Ferienwohnungen reingetan. Sind die auch bezahlbar oder so? Die sind natürlich bezahlbar. Also, und das ist wunderschön. Mein Vater stammt vom Walchensee. Wir sind als Kinder dort aufgewachsen, weil er die Stadt nicht so gerne mochte. Das heißt, wir sind freitagmittags, wurden wir alle ins Auto gepackt, sind rausgefahren und erst Sonntagabend wieder nach Hause, also in die Stadt reingefahren. Und das ist natürlich eine Oase. Also das ist schon wunderschön. Und der ist ja wahnsinnig tief, der Walchensee. Ja. Ja, also da liegen ja auch 2 oder 3 Flugzeugwracks drin und mehrere Autos. Ja, ja. Und angeblich liegt da ja noch viel anderes drin. Wie tief ist der so in etwa? So um die 200 Meter. Mhm. Und auch manchmal sehr dunkel. Ja. Also, das wäre was gewesen für Ludwig II., oder? Ja, der ist da auch rumgefahren. Ich weiß, also, das war so sein Gebiet. Ja, also es gibt wohl auch noch einige Nachfahren von ihm, die da leben und ziemlich zufrieden sind. Lassen Sie uns mal über Ihre spannende Agentur sprechen. Bocallo, was heißt das genau? Ich habe in Italien studiert, also 2 Semester aufgrund dieses Erasmus-Austauschs. Und in Italien wünscht man sich vor einer Prüfung oder wenn irgendwas ansteht, wünscht man sich den Spruch in bocca al lupo, also im Maul des Wolfes. Das heißt, es kommt daher, dass früher die italienischen Dörfer, die hatten viele Wälder außenrum und da waren Wölfe. Und die Italiener waren dann immer so ein bisschen vorsichtig mit, oh, ich weiß nicht, ob ich da in den Wald gehen möchte, weil da der Wolf da ist. Aber wenn einer so mutig war und sich doch rausgewagt hat, den Schritt rausgetan hat aus seiner Komfortzone, dann haben die gesagt, ja, du, viel Spaß im Maul des Wolfes. Und dann war die Antwort crepi il lupo. Also den werde ich schon kalt machen. Und diesen Spruch fand ich sehr schön. Und 2012 war ich mit meinem Lebensgefährten, habe ich ihn ein Stück begleitet, weil er eine große Wanderung gemacht hat. 500 Kilometer durch Italien, oder? Genau. Genau, von Ancona nach Bari runter, immer am Strand entlang. Adriaküste. Mhm. Und da läuft man ja wie so ein kleines Zirkuspferdchen den ganzen Tag immer im Sand, tap, tap, tap. Und auch da haben natürlich die Leute gesagt, seid ihr blöd, wieso
fahrt ihr denn nicht mit dem Auto? Also, aber haben uns eben auch jedes Mal von Dorf zu Dorf in Boca Alupo gewünscht. Und weil wir viele internationale Kunden hatten auch zu der Zeit, habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man aus diesem in Boca Alupo ein Wort machen und habe einfach so viele Buchstaben rausgenommen, bis eben Bocalu übrig blieb. Und diesen Wunsch oder diese Mitgabe quasi braucht ja jedes Projekt und jeder Mensch eigentlich immer, dass er sich traut. Sie sind ja eine Dame, Sie haben eine unglaubliche Kreativität. Ja? Okay. Und das ist ja wichtig. Sie denken nicht nur, sondern Sie denken ja auch dann eben in Erfolgsrichtungen. Ja? Wie findet denn so, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben einen Kunden und der sagt, ja, machen Sie mir mal so ein bisschen was, ich brauche ein neues Logo oder ich brauche irgendwie so eine Struktur. Sie müssen ja etwas tun oder Sie sollten etwas tun, was auf den Menschen trifft. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, okay, es sieht super aus, ja, ist aber nicht geiler meins. Logo, aber ist nicht meins. Ja. Wie gehen Sie da vor? Mein Professor hat damals im Studium gesagt, ich kann euch am allerwichtigsten ans Herz legen, schauen. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, ich bin nicht ein Künstler, der sich selber vermarktet oder ich möchte nicht mich überstülpen oder so, sondern ich finde es so spannend, was der andere ist. Also was ist mein Gegenüber? Das ist ja von einem Unternehmensberater über eben einen Medienmanager, über einen Heilpraktiker, über ein Hotel. Das heißt, dieses Fliegen durch die verschiedenen Elemente und auch durch die verschiedenen Menschen ist unglaublich spannend. Und das heißt, wenn wir uns treffen und ich zum Beispiel, Sie möchten jetzt einen neuen Auftritt haben, dann höre ich Ihnen zu und dann sehe ich Sie und dann nehme ich Sie wahr. Und dann versuche ich, in Sie reinzukriechen und mir zu überlegen, okay, wie müsste denn ein Herr Dr. Lejeune nach außen kommuniziert werden, dass die anderen ihn gleich verstehen. So der Elevator Pitch. Genau. Ja, das ist wichtig. Ihr Team besteht ja auch aus Damen. Auch ja, momentan vorwiegend. War schon mal anders, aber gerade ja. Und wie teilt ihr euch das auf, das ganze Thema? Komplett nach Lust und Laune. Also wir machen immer so dieses Vier-Augen-Prinzip. Einer macht was und der andere kritisiert es dann. Mhm. Und erst wenn wir es untereinander so lange ausgetauscht haben und sagen, jetzt ist es rund, dann schicken wir es raus. Aber es hat keine Priorität. Also bei uns dürfen die Kleinsten bis zu den Ältesten alle zusammen ran. So, Sie haben ja schon viele Brands gemacht. Sie haben ja auch eine sehr beeindruckende Website. So ein Brand. Also nehmen wir mal, bleiben wir mal bei unserem Fernsehsender, München TV ist ein Brand. Ja? Und alles, was in München so kommt, sind wir auch eine tolle Plattform. Also die Leute sehen gerne München TV, weil wir bringen einfach auch Dinge, wir bringen mal so eine Eisdiele aus Giersing oder wir machen irgendwie mal tolle Sachen mit Ministerpräsident oder so. Aber wie wichtig ist denn so, dass man, oder wer kommt denn überhaupt in die Richtung, dass man sagt, ah, das ist eine Marke? Eine Marke ist ein Zeichen, das schnell wiedererkannt, erfasst wird und mit einem gewissen Inhalt aufgeladen wird. Also eine Assoziation geschieht. Und das ist natürlich, die großen Marken wie Coca-Cola oder Nivea Creme, McDonald's oder so, sind natürlich uralt. Und da ist es sehr vorsichtig, muss man da Hand anlegen, wenn man was ändern möchte. Aber eine Marke ist toll, weil das ja wie so ein Qualitätslabel auch ist. Das heißt, wenn irgendwo drüber steht München TV, dann weiß ich schon, welches Produkt ich dahinter bekomme. Also wir mussten mal Tomatensuppe ein Branding, also im Studium ein Produktdesign machen, und zwar für Käfer und Aldi und Tengelmann. Also um zu sehen, selbst wenn der gleiche Inhalt drin ist, wie muss ich die Verpackung, wie muss ich die Marke außen anders gestalten, um eben die gewissen Preisunterschiede zu rechtfertigen. Und ich falle auch immer selber drauf rein. Ich hatte kürzlich einen langjährigen Stadtrat in meiner Sendung und der sprach dann auch über die Marke München. Mhm. Und dann sagt er, wenn ich in Brisbane, in Australien war, dann habe ich über die Marke München gesprochen und gesagt, also München ist Oktoberfest. Dann haben die Leute geklatscht, wie verrückt. Dann hat er gesagt, München ist Bier, haben die wieder geklatscht. Dann hat er gesagt, München ist Franz Beckenbauer, haben sie alle geklatscht. Also so, dann haben sie gesagt, und München ist der FC Bayern, haben die meisten geklatscht. Ja. Wenn Sie einfach mal dieses Phänomen FC Bayern München anschauen, das ist ja unglaublich. Derzeit sind die Jungs in China, werden überhäuft. Das ist ja auch diese ganze digitale Welt. Die Leute holen sich das, ziehen sich das rein. Wie sehen Sie so eine Marke? Wo hört denn das auf? Das hört nicht unbedingt auf. Also es gab ja schon früher bei den Römern die Gladiatoren. Das sind jetzt unsere Neuzeit-Gladiatoren, ein neuer oder so. Das sind natürlich Helden oder Figuren, Heldenfiguren,
weil wir das auch alle möchten. Also der Mensch wandelt sich ja nicht wirklich. Es geht immer um Liebe, es geht immer um Macht, es geht immer auch um die archaischen Geschichten. Auch eben, wenn man jetzt gerade sieht, das Kaltenberger Ritterturnier ist ja unglaublich gut besucht. Warum? Weil da echte Helden kämpfen, und zwar fürs Gute, und am Ende siegt die Liebe. Und das ist schon immer, und das ist beim Fußball ja ähnlich, da siegt nicht die Liebe, sondern siegen die Tore. Aber auch da sind es ja echte Kerle, die sich in den Kampf stürzen und gegeneinander antreten, und man kann mitfiebern, und man ist, auch da ist wieder die Empathie total groß, weil man sich da zugehörig fühlt. Jetzt bleiben wir doch mal bei der Marke Franz Beckenbauer. Ich kenne ihn super gut. Wir haben damals, also ich gebe es zu, er hat besser Fußball gespielt wie ich, aber er war in Giesing beim Verein, ich in Ramersdorf. Also er hat ja bei 1906 gespielt, ich beim SC Bayer Wahn, haben wir einmal irgendwie Vorspiel mal gehabt, und dann hat er mich nach langen Jahren gesagt, du Franz, kannst du dich noch erinnern, da haben wir mal gespielt. Ich sage, nein, weiß ich nicht mehr. Er hat gesagt, wie war denn das Ergebnis? Dann sage ich, ja, wir haben 16-0 verloren. Dann sagt er, ach, jetzt haben wir noch gut weggekommen. Okay. Jetzt bleiben wir bei der Marke Franz Beckenbauer. Ich meine, er wird ja derzeit immer wieder, also es sind ja schon immer wieder so nahe Fakten, aber in Wirklichkeit ist es ja nicht, ja? Noch hat man ihn nicht gekriegt. Ne? Ja, aber mein, wie fühlt sich jetzt so ein Mensch? Also mein, so ein war, der so viel auch getan hat für den Fußball, für die ganze Welt. Das ist, was ich ihm sagen möchte, man kann leicht auch eine Marke kaputt machen. Absolut. Oder stören. Beflecken. Ja, beflecken. Natürlich. Beflecken. Sind Sie da auch mit Ihrer Agentur, wenn jetzt jemand sagt, Sie, Frau Kistel, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie ein anderes Image, ich habe da mal ein bisschen was gemacht oder was auch immer. Sind Sie da auch beratend tätig? Können Sie das? Ja und nein. Also das schaue ich mir schon auch an, ob das für mich in Ordnung ist. Also wenn jetzt jemand richtig böse Sachen gemacht hat, die ich doof finde, dann sage ich auch nee. Also da stelle ich mich nicht mit rein. Und Aber ich meine, wenn so irgendwie was am Sinken ist, das nicht, weil er was Böses gemacht hat, sondern weil einfach das nicht mehr so zeitgemäß ist. Ja, natürlich, klar. Ja. Selbstverständlich. Sehr schön. Jetzt machen wir eine kleine Pause, dann sprechen wir mal richtig. Was ist gute Kommunikation? Gerne. Okay. Dankeschön. Ja, Frau Gistel, Sie sind wirklich ein Kommunikationsprofi. Sie haben so Ihre Begriffe. Viel Disziplin. Was meinen Sie da, viel Disziplin? Also viel Disziplin bedeutet, man braucht natürlich irgendwie eine gewisse Art von Talent, für was auch immer man macht. Und jeder Mensch hat ja auch diese Talente. Und dann unterscheidet sich es aber bei den oberen 10% einfach durch die Disziplin. Ganz egal, wie talentiert oder begabt man ist. Weil wenn man eben morgens nicht aufsteht, dann hilft es auch nichts. Oder Sie kennen es ja selber aus dem sportlichen Bereich. Man muss einfach trainieren, man muss dranbleiben, man muss sich immer wieder selbst motivieren. Ja. Und morgens auch, wenn man sich vorm Spiegel denkt, oh Gott, ich kann heute nicht, sich anlachen und sagen, okay, doch, ich kann doch. Ja, ja. Und dann geht's los. Und vor allen Dingen, das ist ja, Sie haben ja einen super Hund, ja. Sagen Sie mal, wie er heißt. Fussel. Fussel. Mhm. Super Tier. Also der ist wirklich, also den hätte ich am liebsten, wir haben uns ja mal kürzlich getroffen, den hätte ich am liebsten von alleine genommen. Gehen Sie doch mal auf die Toilette, dann ist Fussel weg. Aber gerne, er wäre mitgekommen, war süß. Ja. Ja, ist ein lieber. Ja. Wo kommt, ist so ein Straßenhund, oder? Genau, Fussel kommt aus Transsilvanien. Mhm. Und das Merkwürdige an diesem Hund ist, also nicht mein erster Hund, aber mein erster Straßenhund. Und Zecken beißen sich an ihr fest und sterben dann. Also ich überlege mir, ein Patent aus ihrem Blut zu machen. Vielleicht ist da ein bisschen Vampir drin. Dann sterben die tatsächlich. Ja, ganz verrückt, ganz komisch. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber Sie mussten ihn erst einmal mit Liebe erziehen, oder? Ja, das war natürlich, als sie kam. Genau, die wurde von, also es ist von einer Freundin von mir, die hat eine Stiftung. Die sammeln Straßenhunde auf und bringen und vermitteln die weiter. Und nachdem unser alter Border Collie gestorben war und wir ein paar verschiedene andere Ideen hatten, wurde uns dieser Hund dann angeboten. Und wir haben zwei Fotos geschickt bekommen, eine ganz hübsche, blonde, Golden Retriever-Dame und dieses schwarze, explodierte, hässliche. Und da haben mein Sohn und ich beide sofort gewusst, okay, die Blonde, die findet schnell ein Zuhause, wir nehmen das andere. Und als die kam, konnte die gar nichts. Also die war so ein bisschen vorher schon von einer Dame an die Leine gewöhnt und so Stuben reingemacht, aber die wusste nicht, was Wasser ist, die wusste nicht. Und seitdem genießt sie jeden Tag, also seit 3 Jahren liebt sie es nach wie vor. Und liebt sie, also das merkt man. Ich hoffe. Sehr schön.
Jetzt haben Sie auf Ihrer Website stehen professionelle Coolness. Was heißt das? Also professionelle Coolness? Also cool ja. Ich kenne einige coole Typen, aber ob sie professionell sind, weiß ich nicht. Genau, die Kombination macht es eigentlich. Also genau, was ich vorhin gesagt hatte, ja. Die Ernsthaftigkeit im Projekt zu halten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber nicht so verspannt zu sein. Oder eben dieser Umgang miteinander, dieses etwas Lockere macht einfach den Arbeitsablauf viel angenehmer. Und egal, in welchem Beruf man arbeitet, es geht ja im Endeffekt immer ums Menschenbusiness. Also ob ich jetzt IT-Berater oder Automechaniker oder Verkäuferin bin, es geht ja um das Miteinander. Ja. Es ist immer die von Kommunikation. Mensch zu Mensch. Genau. Ja, ja. Das ist ja auch das, was wir hier in der Akademie immer wieder feststellen bei unseren Kunden. Es ist so eine Kommunikationslust in den Firmen. Ja. Ja, aber durch diese natürlich, die Märkte sind schneller geworden. Also bleiben wir beim Bankenwesen. Also in München gibt es 1200 Dienstleister im Finanzbereich. Jeder macht im Grunde das Gleiche. Jeder sagt, ja, und momentan haben wir zwar keine Zinsen und keiner kann so richtig Geld verdienen, aber jeder sagt halt im Grunde das Gleiche. Das heißt, wenn man wieder überlegt, das emotionale Banking, das hat eine riesige Coolness auch. Das wäre toll, ja. Und das war ja früher so wie der Bankier, ja, der wirklich wusste, aha, ihr Enkel, der hat momentan irgendwie, ist mit dem Fahrrad gestürzt, hat sich ein bisschen die Nase eingeschlagen, da kenne ich einen guten HNO-Arzt, ja. Gehen Sie doch dahin. Dieses Empfehlen, dieses irgendwas, und das sind Sie ja auch, Sie tun ja erstmal was und sagen nicht, kostet so viel, sondern Sie geben gerne, ja, und das bin ich genauso. Also einfach geben ist ja schon immer besser als nehmen, ja. Aber dieses Geben, also man ist immer so, wenn man reinguckt in manche Unternehmen, dann denkt man, das ist so eine Ich-Welt. Ja. Ja? Jetzt, Sie sind ja wie gesagt eine Kommunikationsfachfrau. Ja? Wie kriegt man denn das hin, dass die Menschen mehr wieder auf sich zugehen, miteinander sprechen? Indem man es verbreitet. Also ich habe jetzt mittlerweile in den letzten 20 Jahren viele Mitarbeiter durch mein Büro gespült oder leben sehen. Und ich gebe es allen mit. Also ich sage ihnen, hey, wach auf, los, komm, mach. Und die leben auch alle. Und es ist schön zu sehen, wie sie praktisch das nach außen tragen und eben auch im Außen sind. Und eine Mitarbeiterin von mir arbeitet jetzt beim Fokus und die trägt das auch da ins Büro und ist genauso liebevoll und freundlich und lustig, obwohl sie professionell ist. Also ich glaube, diese alten Paradigmen, dass man wahnsinnig reserviert und cool, also cool im negativen Sinne, so kühl sein muss und distanziert, um professionell wirken zu können, ist genauso out wie, dass man bis um 2 Uhr nachts verfügbar sein muss, was ja vor 10 Jahren noch ganz wichtig war. Also ich denke, diese Menschlichkeit und dieses Kommunikative oder einfach aufeinander zugehen und miteinander sprechen und miteinander sich freuen und lachen, macht einen wahnsinnigen Unterschied. Und auch, sagen wir mal, ich sage jetzt, es gibt keinen Big Talk ohne Small Talk. Also der richtige Smalltalk, dass man sagt, ja, was sind Sie für ein Sternzeichen oder haben Sie noch Geschwister oder was sind denn Ihre Hobbys? Das Ganze macht ja auch irgendwie ein Smalltalk gut aus, aber man muss dabei auch dem anderen das Gefühl geben, dass man wirklich interessiert ist. Und ja, ich sage, ach so, Sie spielen Tennis. Also das, so geht's nicht. Man muss vor allem fragen. Ja. Das stelle ich oft fest in Gesellschaften, dass es dann in einer Gruppe einen gibt und irgendein anderer fragt und dann ist der Rest des Abends ist dann das der Erzählbär. Und der redet dann nur von sich und seinen Sachen und alle anderen hören irgendwie mehr oder weniger gelangweilt zu und fertig. Also dieses sich austauschen, sich im Austausch sein und sich für den anderen interessieren, ist schön. Und ich glaube, das können wir auch jeden Tag machen. Also wenn man morgens aufsteht und einkaufen geht und die Bäckerin anlacht, dann wacht die auf und lacht zurück und dann hat man schon wieder was gesät. Und ich glaube, das können wir alle den ganzen Tag. Ich war gestern in einem Geschäft in der Maximilianstraße und da ging so ein richtig frustrierter Mensch rein. Und ich habe gesagt, das wäre schön, wenn der jetzt unfrustriert rausging. Und dann irgendwie kam da noch so ein Wechsel in irgendwas, er wollte von irgendjemand bedient werden. Und dann hat sich die Dame bei dem so richtig nett entschuldigt, der hat überhaupt nicht geguckt. Und der kam schon frustriert rein. Der kam nicht wegen der Dame oder wegen des Wechsels im Personal. Und das ist einfach schade, wie man manchmal Frust killt ja im wahrsten Sinne des Wortes den Menschen. Ja. Ja, also wenn man den Frust nicht los wird oder wenn man sagt, gute Laune sucht Motivation, oh verdammt, jetzt ist beides weg. Ja, das ist ganz schön traurig. Das ist traurig. Ja? Also man braucht so Motivationstankstellen. Ja. Manchmal kann man die aber auch dann blöd anreden, wenn man zum Beispiel jemanden so Frustrierten trifft und dem
einen flapsigen Satz hinschmeißt. Also ja, oder wenn man frustriert ist, kann man einfach mal ein E-Mail schicken. Ja, und dann, auch, genau. Und dann ruft der andere mal an. Ja. Und dann kann man das alles wieder und dann mal sagen, okay, das war jetzt eine gute E-Mail, die hat gesessen. Ja, das ist so wichtig. So wie beim, ich hab, weiß nicht, ob Sie es gesehen haben kürzlich, den 8 Wimbledon-Sieg von Roger Federer. Mhm, nee, ja, nee, war ich unterwegs. Mhm. Also wie er im Grunde ja einfach authentisch ist, ja? Ja, nicht nur im Spiel, in der Eleganz, also wie eine Feder, ja, ja. Roger Federer, und wie er dann gestrahlt hat und wie er diese Bescheidenheit ausgelöst hat, ja. Und ich glaube, das ist auch eine gute Kommunikation, ja, wenn man einfach so weit an der Spitze ist, dass man sagt, ich habe jetzt einfach wahrscheinlich 1 Milliarde Zuschauer, mhm, weltweit, und ich mache jetzt einfach mal gute Motivation, sodass Menschen sagen, der ist aber sympathisch, und seine Frau und seine Familie und wie er den Cilic, der war am Boden, der hat zweimal geweint, ja, also so, und wie er den dann aufgefangen hat, sagt, du, nächstes Jahr kommst du wieder, und das wirklich wieder an ein großes Millionen- oder Milliardenproblem gesprochen hat. Das ist auch Motivation. Ja, aber ich bin auch noch gehe noch einen Schritt weiter. Man muss auch nicht unbedingt ein Star sein, glaube ich. Also das ist, was Sie gerade gesagt haben, diese Kommunikation, dieses, wir sind heute alle so cool oder so kühl distanziert und wir dürfen auch nur noch nett sein. Und sobald wir nicht mehr im Moment einmal nicht nett sind, dann sind wir nicht mehr erwünscht. Mhm. Also dann dürfen wir nicht mehr so dazugehören zur Gesellschaft, weil wir nicht so aalglatt sind. Ich glaube, wenn wir eben mehr Emotionalität sein dürfen, und zwar das ist vom Roger Federer bis eben zur kleinen Tankstellendame, die mir hilft, wenn die auch mal sauer sein darf oder sagen, ach, du gehst mir echt total auf die Nerven gerade, um damit einfach, dann fängt es wieder an, dann gibt es Ecken und Kanten und dann kann es auch wieder interessant werden. Mhm. Ich war vor 2 Jahren war ich in der U-Bahn gewesen und dann, das ist auch Kommunikation gute, dann sitze ich da und dann steht da so eine alte, ältere Dame da, ich meine, ich bin ja auch alt, aber dann bin ich da aufgesprungen, dann sagt sie, vielen Dank, junger Mann. Manchmal muss man aufstehen, ja, um eben einfach auch mal ein Kompliment zu bekommen. Oder manchmal muss man Menschen angucken. Ja. Ja. Also einfach, das ist ja auch wichtig, unsere Zuschauer gucken ja nicht nur München TV, sondern die gucken ja auch an, wie sind jetzt Menschen in der Sendung. Ja? Ja, ja. Und das kommt ja an, also wenn man eben durch die Stadt geht und dann kommen die Leute und sagen, ah, das macht ihr toll bei München TV, so schön, ihr seid so das Herz der Stadt und so. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Schönes. Jetzt. Aber Sie, warum sagen Sie gerade, dass Sie alt sind? Bin erfahren. Das ist besser. Das ist momentan, begegnet mir das auch ganz oft, dass Menschen haben so Ansichten, wie man sich verhalten muss, wenn man eine gewisse Zahl irgendwo stehen hat. Hat aber gar nichts zu bedeuten, weil es gibt ja schon ganz alte 20-Jährige und es gibt sehr junge 80-Jährige. Ja. Und ich möchte auch gar nicht die nächsten 30 Jahre alt sein. Deswegen. Alter spielt keine Rolle, nur beim Rotwein. Richtig. Das spielt keine Rolle. Sie sind Designerin, kann man das sagen. Sie designen im Grunde auch gute Kommunikation. Absolut. Sie machen einfach, Sie haben ein Auge. Und sie sind schnell und sie sind zuverlässig. Und das ist etwas, was ja auch kommt an. Zuverlässigkeit kommt immer an. Mhm. Ist eine Tugend, ja. Ja, richtig. Ist eine Tugend. Mhm. Und Sie verstehen auch was, glaube ich, von Ihrem Beruf her schon, aber auch als Mensch, wie etwas gelingt. Ja, weil es Spaß macht, weil es Freude macht. Und in der Philosophie sagt man ja, das Größte ist das gelingende Leben. Mhm. Was gehört da alles rein? In ein gelingendes Leben, die Motivation natürlich. Das heißt, eben jeder von uns steht morgens auf. Manchmal, wenn ich in größeren Menschenmassen bin, sitze ich da und denke mir, wow, diese ganzen Leute haben sich alle heute früh überlegt, welche Socken sie anziehen. Mhm. Oder standen alle mal da und haben sich die Zähne geputzt. Und das ist ja, in dem Moment entscheidet sich jeder, und es ist nur eine Entscheidung, wie der Tag verläuft. Mhm. Selbst wenn man vom Auto überfahren wird. Ich habe jetzt einen Bericht gesehen über einen Herrn, der hat beim Surfen sein Bein verloren und sagt, das war das Tollste, was ihm jetzt im Nachhinein passieren konnte. Weil vorher war halt einfach ein mediokrer Surfer. Und danach hat er eine ganz tolle Leute kennengelernt. Jetzt baut er so Surfprothesen für Menschen, die ihre Beine verloren haben. Und er sagt, das heißt, es ist ganz egal, was von außen passiert. Wenn es meine Entscheidung ist, dass ich das gut finde, dann ist das auch gut. Als ich den New York Marathon mal lief, hat mich irgendwie so ein Quietschen überholt. Und dachte, was ist denn das? Dann war das ein Mann, beide Beine amputiert und ist mit Krücken den Marathon gelaufen. Cool. Dann bin ich, und richtig, also kostet ja leider. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, das ist ja Wahnsinn, was du da machst, sagt er. Als ich noch meine Beine hatte, war ich ein fauler Hund. Mhm. Und jetzt bin ich aufgewacht. Ja.
Ja, und das ist wichtig, also dass man wach ist. Richtig. Und dass man wirklich auch alle Sinne einschalten kann. Ja. Oder sagen, wo sind denn heute meine 5 Sinne? Ich habe nur 2. Ja. Ja. Und einer der großen Sinnevernichter ist ja der innere Schweinehund. Ja, aber den muss man manchmal auch streicheln. Manchmal will er auch nur auf den Arm. Also das ist, glaube ich... Ja, oder will kuscheln. Ja? Genau. So, aber manchmal, also ich merke das, wenn ich zum Beispiel, ich mache jeden oder fast jeden Tag Sport. Wow. Ja, also das ist nichts Großartiges, naja, aber es hält einen einfach am Leben und in Bewegung. Aber manchmal denkt man, ah, Erich, komm schon, wir müssen jetzt nicht rausgehen, es regnet oder so windig oder bleib doch noch im Bett liegen oder so. Und manchmal verliere ich auch gegen ihn. Aber es ist ein guter Tipp, da muss ich ihn vielleicht streicheln, muss er sagen, ruhig. Ja, und nicht immer gleich böse sein. Nee, weil das ist genau das. Wir sind ja nicht nur dann gut oder schön oder toll, wenn wir uns total verausgaben oder wenn wir eben ordentlich diszipliniert sind, sondern wir brauchen auf der anderen Seite auch diesen wunderschönen Begriff des Herumschildkrötelns. Den hat, glaube ich, Gerhard Polt oder Karl Valentin geprägt. Und dieses Herumschildkröteln ist was, also in meiner ganzen Aktivität und Rumwuselns, so wie bei Ihnen ja auch, gibt es dann einfach Tage und Momente, wo ich sage, so, und jetzt kann ich nichts mehr und ich mag auch gar nichts mehr. Und das sollte man sich dann auch tatsächlich eingestehen, weil da, ich glaube, das ist der Moment, wo dann die ganzen Disziplinen auch wieder auftanken, wenn man sich mit seinem Schweinehund aufs Sofa legt oder ins Bett legt oder irgendwohin und ganz gemütlich faul ist und das auch zelebriert. Weil dann irgendwann, wenn man immer gegen den ankämpft, dann, glaube ich, gibt es Reibung und dann wird's destruktiv und frustrierend, weil den kann man ja nicht immer bekämpfen. Jetzt gibt es ja, da sind wir eindeutig, es gibt also Kommunikationsdefizite unter den Menschen. Ja. Ja? Und diese Kommunikationsdefizite, wenn man die im Grunde reduziert, also oder einfach versucht wegzubringen, zu lösen, dass Menschen wieder miteinander reden, dann wirkt sich das überall aus. Wunderschön. Also überall, man merkt es, die Menschen gehen dann fröhlicher nach Hause, die sagen, oh, schon wieder Freitag, oh, erst am Montag darf ich wieder in die Arbeit gehen. Das ist ja etwas, was mit Motivation zu tun hat. Und Motivation ist ja auch so jeder sagt, oh, Motivation, das ist übrigens das meistgegoogelste Wort. Ja. Wow. Aber so wenige sind es. Ja. Und man sieht es ja, Sie haben jetzt zum Beispiel kein Motivationsdefizit, das sehe ich Ihnen an. Doch, ja. Aber heute nicht. Heute geht's. Naja, aber da kann man ja mogeln. Also, ja. Motivation, ja, komm her, nimm dein Badge dir auf. Ja, ja. So, das ist nicht Motivation. Nee. Motivation hat immer etwas zu tun mit einem Ziel. Ja, wenn man für etwas brennt. Wenn man für etwas brennt. Ja, und nur wer brennt, kann andere anzünden. Mhm. Ja, und dieses Anzünden, das ist die Motivation. Ja, aber die Motivation hat eine Zwillingsschwester oder Zwillingsbruder und das ist die Empathie, das Gespür. Das Gespür. Als Sie jetzt zur Aufzeichnung kamen, wusste ich, Sie kommen pünktlich. Mhm. Das ist ein gutes Gefühl. Ja? Und Pünktlichkeit, eben diese Geschichten, die unter Disziplin laufen und sagen, ich rufe morgen den an oder ich gehe morgen zum Zahnarzt oder ich mache jetzt meine Kontrolle, ich mache das und sage nicht, naja, mache ich doch übermorgen. Ja? Es wird immer schwerer. Ja. Das Problem ist, wenn man so lange Sachen vor sich her schiebt, ja, auch wenn sie ganz sich, klein ja. sind, die werden immer größer und dann hat man irgendwann dieses Ding im Nacken sitzen und das ist ganz scheußlich. Ja. Ja, aber diese Motivation morgens eben, dieses Defizit, das Sie gerade beschrieben haben, das haben wir natürlich auch alle irgendwie und immer wieder. Und wenn wir ein Projekt bekommen, und es ist ganz egal, welcher Art, dann sitzen wir oft davor und sagen, ich habe keine Ahnung, was der Kunde meint, weißt du's? Und dann sagt meine Kollegin, ich habe auch keine Ahnung. Und dann sitzen wir irgendwie und überlegen so lange hin und her, bis wir uns da so reingewurschtelt haben. Weil jeder Mensch kommuniziert ja auch anders. Also nur weil wir alle die deutsche Sprache beherrschen, heißt es ja nicht, dass Sie verstehen, was ich sage und ich verstehe, was Sie sagen. Also sich da erstmal in den anderen reinzugraben. Und viel redet man ja auch gegeneinander, nicht miteinander. Ja? Auch das. Also das muss man auch erstmal rausfinden. Ja. Wo sind die Frequenzen so wie beim wenn der Radio so knackst, ja, muss man richtig einstellen, feintunen. Ja, und umso schöner ist es dann, wenn man es dann doch, natürlich versteht man es ja dann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, immer alles oder meistens oder fragt nochmal nach. Aber wie schön es dann ist, etwas verstanden zu haben und das so den Ball so zu drehen, dass dann hinterher der andere sagt, hey, wow, ich wusste nicht genau, wie ich es ausdrucken soll, aber genau so wollte ich es haben und das ist genau richtig verstanden. Das ist ja eben der Weg dahin, der führt bei uns auch gerne mal über eine Flasche Rotwein. Ja, klar. Ja, dann sicher. Sicher, es geht nur so. Also wenn man da die in die Mitte stellt, ja. Weißwein geht da auch. Geht auch. Ja, auch mein Grafikprofessor hat damals gesagt, Kinder,
seid so gut, wenn ihr kreativ arbeiten wollt, dann trinkt immer so viel Alkohol, dass ihr gerade noch nicht betrunken seid, aber auch nicht mehr ganz nüchtern, weil es ist so, wie wenn man so halb müde ist, da ist man in so einer Zwischenwelt. So wie es Gerhard Polp mal formuliert, der sagt, wenn ich irgendwie keinen richtigen Gedanken habe, dann stelle ich mir eine Flasche Bardolino in die Mitte, dann trinke ich es. Und irgendwann ist der Gedanke dann ganz weg. Ach so. Ja, das gibt es auch. Das gibt's auch. Ja, das stimmt, man darf es natürlich nicht übertreiben. Was haben Sie für ein Ziel jetzt, wo man sagt, da möchte Sabine Gistel mal hin in den nächsten 5 Jahren? In den nächsten 5 Jahren möchte ich natürlich in die Welt. Ich bin immer gerne in der Welt unterwegs, immer gerne überall. Also als nächstes fahre ich ja mit 2 Freunden auf den Burning Man. Da habe ich schon ein bisschen Respekt davor. Eine Woche Wüste, aber es wird bestimmt grauenvoll und großartig. Aber wenn man es dann geschafft hat, wenn man am Ziel angekommen ist, dann ist es so. Genau. Vielen Dank, Frau Gistel. Ja, liebe Zuschauer, kann man sagen, die Zukunft ist weiblich. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schön Talk. Bis dahin, eine schöne Zeit und bleiben Sie motiviert.